So, willkommen zurück hier im Masters of the Universe Painting Dojo von meiner Wenigkeit Duke von Duke's Paint Art. So, heute kümmern wir uns mal um Trapjaws Haut. Trapjaw, ein ultra geiler Charakter, und ihr hört schon wieder auf Deutsch. Jawohl, damit auch die Deutschen es hier endlich mal hinkriegen, anständig zu malen. So, bei Trapjaws Haut ist es wichtig, erstmal einen guten Undercoat zu finden. Wie immer schwarz grundieren, dann leicht aufhellen, damit wir die Lichtstellen sehen. Und dann nehmen wir Cornred. Cornred eignet sich perfekt als super Untergrund für Blau. So, nachdem wir Cornred richtig aufgetragen haben und wie immer Zwischenstellen dunkel lassen, ihr könnt gerne nochmal lasieren, wenn ihr wollt, dann nehmen wir und entscheiden uns für irgendein Blau. Und ich sag euch eins, es ist völlig egal, welches Blau ihr nehmt. Nehmt das, womit ihr am besten umgehen könnt. Ich finde, in meinem Fall ist es Intense Blue von AK Interactive, so eine alte Farbe. Ich mag die aber irgendwie und am Ende sieht man keinen Unterschied. Ist alles das Gleiche, weil wir glasen ja und wach. Immer den gleichen Kram. Also schaut genau zu und seht, was ich mache. Und dann switche ich um zu Medium Blue und mache mir daraus ein schönes Shade, um diesen Intense Blue von AK Interactive einen wunderschönen blauen Verstärkungston zu geben. Ja, super easy, super verständlich, und das war's in dem Fall schon. Wenn alles gut getrocknet ist, dann natürlich erstmal wieder mit Intense Blue zurück und fangen an, die erhöhten Stellen der ganzen Muskulatur, die ganzen Stränge und so weiter zu betonen und zu akzentuieren. Ja, so ist das nämlich und so wird es auch gemacht.
Bevor wir schattieren, gehen wir noch einmal zum Akzentuieren und verstärken unser Blau mit ein bisschen Iced Yellow. So, nun das Schattieren, ganz einfach, Hexet, Lichen, das ist somit die beste Schattierungsfarbe, die ihr überhaupt verwenden könnt. Oder Barak nur Burgundi, Barak Burgundi oder wie es heißt. Das könnt ihr verwenden, um die ganzen Schatten zu verstärken. So. Im Grunde ist die Haut jetzt fertig. Ihr könnt das Ganze noch verstärken, indem ihr immer wieder auch Iced Yellow dazu nehmt und mischt es immer wieder in euer Blau rein und verstärkt es damit und zeichnet immer wieder nach. Aber im Großen und Ganzen war es das. Die Haut ist fertig. Teil 1 dieses Videos auch. Und ich würde sagen, bleibt mir treu. Wir sehen uns gleich im Video Nummer 2 von Trapjaw. Geht ein bisschen länger. Ich habe es versucht, kürzer zu machen. Geht leider nicht. Es ist einfach so, ja. Da kümmern wir uns mal um den Rest. Also bis dann. Haut rein, stay tuned und I love you all. Bye.